est capitale cette journée. D'abord, on va sur la piste pour voir s'il y a encore des améliorations à apporter. La FIS, on regarde surtout la sécurité, c'est ça, pour eux, c'est primordial. Et on essaie encore d'année en année d'améliorer la ligne de course, d'améliorer la sécurité. Et comme ça, quand on aura fait la visite totale, on aura les quelques petites corrections à apporter sur le parcours. C'est important pour eux, bien sûr, mais c'est même plus important pour nous. Comme ça, on peut déjà régler des problèmes maintenant. L'hiver, c'est trop tard. Quand ça commence, c'est trop tard. Mais maintenant, on a du temps jusqu'au fin, au début janvier. On peut régler des petits problèmes à gauche, à droite. On a une checklist et là, on va point par point pour régler tous ces petits problèmes. Aussi sur la piste, au niveau de la sécurité, si éventuellement il faut changer la plante de sécurité pour rajouter un filet A ici, un filet B là, un filet C là et tout ça. Mit den ganzen Covid-Maßnahmen und Sachen sind die Sommerinspektionen noch viel wichtiger, weil wir müssen natürlich alles vorbereiten und uns vorbereiten und OKAS vorbereiten, dass wir trotzdem in die nächste Saison die Rennen gut durchführen können. Wir sind ja zuständig für was innerhalb die Netzen passiert in der Venue und dort werden wir natürlich einige Maßnahmen machen, um zum versuchen, dass alle möglichen Kontakte oder Infektionen zu vermeiden. Wir versuchen jetzt mit einem Modell. Es geht los in Sölden Mitte Oktober mit den ersten Rennen in Sölden in Österreich und dann werden dieses Modell natürlich vielleicht ein bisschen angepasst noch für die nächsten Rennen, aber natürlich, wir werden versuchen, die ganze Saison mal eine sichere und saubere Situation zu behalten, dass wir dann die ganze Saison mal durchführen. On travaille deux variantes. Variante 1, c'est à huis clos. Et variante 2, c'est avec du public. Faire un concept de sécurité avec du public, c'est facile. Par contre, après, être sûr que le concept joue à la réalité, ça, c'est totalement différent. Also im Moment drum, das ist ein Grund, warum ich hier bin, auch die Unterhaltung mit Peter zu wissen, mit Peter Gerdold, dem FIS-Direktor, was kommt auf uns zu in etwa. Wir müssen natürlich auf den Plan warten, wenn dann effektiv ein Plan hier ist von der FIS, man weiß ungefähr, was auf uns zukommt, dann können wir auch ganz genau planen. Aber im Hintergrund, die ganze Testung, die stattfinden wird, die wir abliefern müssen, das sind wir bereits am Organisieren. Die ganze Reisetätigkeit, die auf uns zukommen wird im Winter, sind wir bereits am Organisieren. Es ist eigentlich ein neuer Kalender, der wird jetzt präsentiert in den nächsten Wochen. Die Sitzungen von FIS, von Weltcup-Komitee, sind jetzt Ende September, 1. Oktober. In diesen Tagen dann präsentieren wir diesen neuen Kalender. Momentan ist kein Unterschied für Crans-Montana. Aber jetzt ist zu früh, zum sagen, was passiert im Januar oder sogar im Februar oder März. Die Sachen können sich noch viel, viel ändern bis damals. Ça veut dire, nous, on est prêts aujourd'hui. Et puis, s'il y a des courses supplémentaires qui viennent, chez les filles, par exemple, comme vendredi, un cours supplémentaire, on est prêts. S'il y a tout un coup des hommes qui viennent, on est prêts aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on est là.